Diese Haushaltssperre besagt nicht, dass der Staat jetzt keine Ausgaben mehr tätigen darf, sondern für den Moment ist festgestellt, dass neue Verpflichtungsermächtigungen, so heißt das dann im Fachdeutsch, also die Zukunft betreffende neue Ausgabenverpflichtungen, jetzt für den Moment gerade nicht möglich sind. Der Staat kann aber alle seine aktuellen Leistungen bestreiten. Ich kann nur für die SPD sagen, jetzt einfach 60 Milliarden mit dem Rasenmäher irgendwo einzusparen im Haushalt, Sozialabbau zu machen, die Transformation unserer Gesellschaft wieder zurückzunehmen, Unternehmen nicht mehr im internationalen Wettbewerb zu unterstützen und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu verlieren, das ist etwas, dafür ist die SPD nicht gewählt worden 2021 und dafür werden wir niemals die Hand heben im Deutschen Bundestag.